Ich habe versprochen, dass ich Bescheid gebe, wenn meine Uhren verkauft sind, beziehungsweise ein Fazit zu geben. Von den 6 Uhren, die ich angeboten habe, sind sage und schreibe 5 innerhalb von 24 Stunden verkauft gewesen. Ich bin super geflasht. Das ist eine extrem positive Erfahrung gewesen, die meine negativen Erfahrungen bei dieser Aktion bei weitem überwiegt. Fangen wir mit dem Positiven an. Das, was ich an negativen Gefahren erfahren habe, werde ich am Ende des Videos erzählen. Ich möchte mit dem Positiven anfangen. 5 Uhren sind verkauft und der Hammer ist, dass einige sogar deutlich mehr gezahlt haben, als ich eigentlich haben wollte. Es ist wirklich unfassbar. Für die Laco hat jemand 1200 Euro gezahlt. Für die Sinn 104 hat jemand 1000 Euro gezahlt. Die 903 ist für 1900 Euro verkauft worden, die Stova für 450 Euro und die Dugena für 100 Euro. Was bedeutet, ich habe jetzt schon auch an Geld bekommen, 4650 Euro und die habe ich heute direkt an die Aktion Deutschland hilft gespendet und das möchte ich euch hier auch zeigen. Weil ich ganz sicher gehen möchte, dass ihr mitbekommt, was wir alle gemeinsam erreicht haben. Ihr, die ihr das Video geteilt habt, die mich unterstützt haben und insbesondere auch die, die bei mir die Uhren gekauft haben. Ihr seht hier Deutschland hilft, Online-Spendenformular 4650 Euro. Ich spende als Privatperson. Und jetzt kommt mein Name, Axel Baumgart, den kennt ihr, insofern werde ich das auch noch als Klartext zeigen. Meine Privatadresse und meine Kontonummer werde ich nicht zeigen, sondern mit einem Feld überlagern, einfach aus meinen persönlichen Datenschutzgründen heraus. Aber ihr könnt sehen, dass das Video an der Stelle nicht geschnitten ist und es einfach ganz normal durchläuft. Ich schreibe jetzt quasi unter dem Balken meine Adresse weiter und das wird bei der Postleitzahl ganz genauso sein. Ich schreibe jetzt unter dem Balken Postleitzahl und Stadt. Dann, wenn das alles drin ist, werde ich hochscrollen. Dann kommt die Kontonummer. Ich mache das Ganze per Bankeinzug und Lastschrift. Dafür braucht die Aktion Deutschland hilft meine IBAN, auch die werde ich aus verständlichen Gründen nicht zeigen. Und wenn das Ganze dann eingegeben ist, ihr kennt ja, IBAN ist eine längere Geschichte, jetzt einmalig spenden, 4650 Euro. Herzlichen Dank für Ihre Spende, das Geld ist raus. Ich habe auch eine schriftliche Spendenquittung bekommen, die ich, falls irgendjemand wirklich gesteigerten Wert drauf legt, auch gerne noch zeigen kann. Es ist noch eine Uhr da, das ist die Steinhardt Ocean 39 Premium. Ich glaube, ich habe den Preis falsch eingeschätzt. Ich werde den Preis auf 500 Euro senken, von 650 auf 500 Euro. Die Uhr nahezu ungetragen mit 2 Stahlbändern und einem auf 17 cm Handgelenksumfang gekürzten Kautschukband. 500 Euro einschließlich DHL-Versand, denn ich habe auch bei allen anderen Uhren von dem Kaufpreis nichts abgezogen, habe den Versand also quasi oben drauf gelegt. Wer mir freiwillig mehr bezahlt, das soll honoriert werden und deswegen habe ich sowohl die Uhren, die ich per Wertversand versandt habe, als auch die anderen Uhren das Porto aus meiner Tasche draufgelegt. Ich fand, das war die Aktion wert und so viel Wertschätzung sollte man denen, die mitmachen, entgegenbringen, meine Meinung. Nochmal, Steinhardt 500, fast neu, 3 Bänder. Überlegt es euch, ich würde das Geld nachträglich noch spenden und dann auf meinem Kanal auf die eine oder andere Art darüber auch Bescheid geben. Das ist das, was mich positiv mega geflasht hat. Ich bin wirklich gerührt. Ich bin gerührt von dem unglaublich positiven Zuspruch. Ich bin gerührt von dem wahnsinnigen Feedback und ich bin auch gerührt von der Bereitschaft mitzumachen. Das hat mich unglaublich begeistert. Etwas weniger begeistert hat mich, dass ich auch für meine Verhältnisse einen großen Shitstorm erlebt habe, beziehungsweise nach Internetverhältnissen wahrscheinlich eher einen Mini. Aber es haben sage und schreibe über 10 Leute meinen Kanal deabonniert, weil ich dieses Video gemacht habe.
in gewisser Weise bin ich da stolz drauf, weil ich bin gar nicht sicher, ob ich jemanden, der wegen so etwas meine Videos nicht mehr schauen möchte, überhaupt als meinen Zuschauer haben möchte. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Kommentare auf meinem Kanal gelöscht. Es war unglaublich. Es ging von Fäkalsprache, was für eine scheiß Meinung ich hätte. Das wäre ja absoluter Geistesschwachsinn, bis hin zu Beleidigungen anderer Zuschauer. Ich hätte überhaupt keine Ahnung, wovon ich rede. Ich sollte mich erstmal schlau machen. Ich möchte an dieser Stelle nicht zu sehr auf die Kacke hauen, aber ich habe VWL studiert, ich habe Wirtschaftsgeschichte studiert, ich habe Politikwissenschaften studiert. Ich habe so eine Grundahnung, wovon ich rede, wenn ich mich äußere, zumindest in diesem Punkt. Und wenn ich keine Ahnung habe, sage ich das auch. Zum Beispiel Uhrwerke, Technik, keine Ahnung, sage ich gerne. Es war also richtig krass, was ich da erfahren habe. Ich habe extrem viele Kommentare gelöscht. Ich habe etliche User auf meinem Kanal komplett gebannt. Das war für mich wirklich neu und hätte ich so auch nicht erwartet. Aber jetzt weiß ich auch, wie das Internet auf der negativen Seite funktioniert. In gewisser Weise habe ich damit gerechnet. Insofern fasst mich das nicht wirklich an. Und euer positiver Zuspruch war echt super wertvoll in diesem Zusammenhang. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Es gab noch eine andere Idee eines anderen Zuschauers, der sagte, er hätte auch noch eine Uhr, die würde er auch gerne verkaufen, ob ich nicht ein Folgevideo machen wollte. Wir hatten auch darüber telefoniert und wir haben darüber gesprochen. Ich muss aber sagen, dass ich im Augenblick dazu tendiere, das nicht zu machen, aus mehreren Gründen. Mein Kanal soll weiterhin hauptsächlich um Uhren und Uhrenreviews, Uhrenvorstellungen gehen und kein Verkaufskanal. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Das könnte ich ganz locker wegstecken. Es gibt einen anderen Grund, wenn ich Uhren, selbst wenn ich nicht selber abwickle, aber die Plattform bereitstelle, könnte es sein, dass ich im Betrugsfalle in eine wie auch immer geartete Art der Haftung mitgenommen würde. Es muss gar nicht mal der Anbieter sein, denn mit dem telefoniere ich, die kenne ich, meinen Zuschauern traue ich soweit. Aber der Käufer könnte mit betrügerischen Absichten kommen. Und da bin ich nicht eingebunden, dafür bin ich nicht ausgebildet, dafür habe ich auch nicht das Rahmenwerk auf meinem Kanal, um diese Sachen abzufedern. Und dieses Risiko möchte ich schlicht und ergreifend nicht eingehen, denn dafür wird zu viel Schindluder im Internet getrieben, als dass ich so aus dem Bauch raus, spontan, blauäugig, in eine derartige Haftung gehen möchte. Denn je nachdem, welche Uhren da angeboten werden, kommen wir da leicht in den vierstelligen Bereich, wie ihr auch bei meinen Uhren gesehen habt. Und da ist mir das Risiko einfach zu hoch. Ich werde noch mal mir eine juristische Meinung einholen. Ich habe mir schon eine eingeholt, ich hole mir noch eine zweite ein. Aber im Augenblick geht die Tendenz dazu, dass das in der Art und Weise, wie ich es mache, zu hoch ist, das Risiko. Und das bedauere ich sehr. Aber da muss ich auch ein kleines bisschen an meine eigene Sicherheit denken und an mein eigenes Risiko. Ja, das war das Fazit meiner ersten Aktion dieser Art. Ich bin unterm Strich super begeistert. Ich danke jedem Einzelnen von euch für euren Support und freue mich riesig, wenn ihr auch weiterhin meine Videos guckt, freundliche, höfliche, nette, aufgeregte, neugierige oder auch hinterfragende Kommentare schreibt, gesund bleibt und euch an euren Uhren freut. Bis dahin, tschüss, euer Axel.